Ich hatte zum ersten Mal eine Schlafparalyse. Ich weiß noch, früher an der Berufsschule hatte ich eine Kollegin, die mir immer erzählt hat, dass sie Schlafparalysen hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was das ist. Dann hat sie mich ein bisschen in die Materie eingeweiht und ein bisschen erzählt, was sie so die ganze Zeit sieht und so. Da habe ich mir gedacht, fuck, sowas haben Leute. Schon wieder ein Bildfehler. Das haben echt extrem viele Leute. Also ich glaube, eine Ziffer gehört zu haben, 80% der Menschen hatten mal eine Schlafparalyse. Und viele davon haben es auch regelmäßig. Also auf jeden Fall kann eine Schlafparalyse echt scheiße sein und so. Aber ich fand das tatsächlich mal interessant. Ich lag im Bett und wusste sofort, ich habe jetzt eine Schlafparalyse. Wahrscheinlich war es deswegen auch nicht so schlimm für mich. Auf jeden Fall lag ich im Bett. Ich bin aufgewacht, meine Augen waren offen. Das Zimmer war dunkel, aber doch noch konnte ich all die Kulturen sehen. Also vorne mein Holzofen und mein Schrank vorne links und natürlich den Türrahmen. Ich habe keine Tür bei mir im Schlafzimmer, das ist auch noch wichtig zu erwähnen. Und zwar habe ich dann die Augen aufgemacht, konnte mich nicht bewegen und genau in dem Augenblick wusste ich sofort, das ist eine Schlafparalyse. Habe ich sofort gedacht. Ich trainiere es nicht wirklich, aber ich versuche viel zu träumen und momentan funktioniert das auch, aber viele der Träume vergesse ich dann, nachdem ich aufgestanden bin. Aber ich weiß immer, dass ich was geträumt habe und ich zwinge mich immer dazu, mich zu erinnern. Aber es gibt auch viele Träume, an die ich mich erinnere. Und ich versuche ein bisschen luzides Träumen mir beizubringen und so. Es ist ziemlich cool, wenn man das mal gemacht hat. Ich hatte in meinem Leben nur zweimal einen luziden Traum. Auf jeden Fall, als ich dann die Augen offen hatte und mich nicht bewegen konnte, was ein relativ unangenehmes Gefühl ist. Also im Bett zu liegen, sich nicht bewegen zu können, aber man ist bei Bewusstsein, ist schon nicht so geil. Und dann fing es an. Rechts vor meinem Bett eine dunkle Gestalt, relativ dünn und nach oben quasi so eine Statur wie der Slenderman. Es ist schon ein paar Wochen her. Es war eine Mischung aus einer Figur vom Slenderman und kennt ihr solche Kurzfilme, wo irgendwie so Viecher mit Kugelschreiber gekritzelt sind? Dieses Gekritzel sich die ganze Zeit verändert. Wenn ich ein Beispiel finde, blende ich es ein. Mir ist gerade das Wort Kugelschreiber nicht eingefallen. Mir ist es eingefallen, weil ich einen Witz kenne. Wie nennt man einen schreienden Bär auf der Kugel? Den habe ich mir kurz im Kopf nochmal vorgesagt. Kugelschreiber. Ah, jetzt ist mir das Wort auch wieder eingefallen. Ich habe in letzter Zeit nicht viel geredet, deswegen, ich habe keine Freunde und wenn man dann wieder anfängt viel zu reden und aus dem Nähkästchen plaudern will, dann will man alles auf einmal erzählen, dann stolpert man über die Zunge oder man hat Wortfindungsstörungen. Die habe ich ja generell, aber wenn ich nicht regelmäßig rede, dann habe ich das öfter. Um darauf zurückzugreifen. Rechts kam dann so ein Viech, die Bettkante hoch, krabbelte dann ganz komisch über mich drüber, so. Ich habe aber keinen Input gespürt, also dass er auf mich berührt oder so. Er war einfach auf meinem Bett. Und dann kam aus dem Türrahmen noch ein Viech und dann waren es schlussendlich drei Viecher, die ganze. Ich glaube, das ging keine 5 Minuten, die Schlafparalyse. Ja, vielleicht 10 Minuten. Die sind dann da rumgekrabbelt und ich habe die dann beobachtet und da ich wusste, dass es eine Schlafparalyse ist, habe ich einfach gespannt zugeschaut und geguckt, was passiert und so. Keine Ahnung. Für mich war das eine interessante Situation und keineswegs angsteinflößend oder so, weil bei meinem ersten luziden Traum, habe ich ja schon mal erzählt, habe ich mich in den Film Silent Hill geportet und habe da alles hautnah miterlebt. Meine Lieblingsstelle mit dem Hausmeister, der aus der Toilette kommt. Ja, da ich so ein absoluter Horrorfan bin und ich mir bewusst war, dass ich gerade nicht wach bin, also träume, so ein Zwischending, war das für mich eine ziemlich interessante Situation und wenn es nicht allzu schlimm ist, würde ich das gerne nochmal erleben. Ich meine, es war eigentlich ziemlich witzig. Ja, so viel zu dem. Dann hatte ich ungefähr 2 Nächte vorher oder danach. Ist schon ein paar Wochen her. Meine Schwester ist jetzt ausgezogen, deswegen kann ich jetzt wieder Videos machen. Und deswegen ist alles, was ich jetzt an Videos aufnehme, wahrscheinlich schon ein Weilchen her. Deswegen kann ich nicht mehr ganz so viel erzählen. Aber den Traum, den fand ich besonders. Weil, da habe ich auch Kollegen von erzählt, weil der war einfach super. Ich hatte schon lange nicht mehr so einen coolen Traum. Und zwar habe ich den Ukraine-Krieg beendet. Alter, was für ein Scheiß träume ich. Auf jeden Fall habe ich irgendwie die Möglichkeit gehabt, den Bruder des Kriegsführenden zu sehen und zu erwischen. Dann habe ich den halt so gehabt, wir haben geredet, irgendwie habe ich mich eingeschleust, sodass ich mit ihm Kontakt haben konnte. Und es gab so ein Video bei Gabriel G. The Bree Hunt oder so, wo ein Kollege an einem Ort vorbeiläuft und ich verstecke mich hinter einem Glascontainer. Genau an dem Ort befanden wir uns, ich mit dem Bruder des Kriegsführenden.
Als wir dann alleine waren, wir weitergelaufen sind, habe ich ihn zu Boden geschmissen und mit meinem Fuß seinen Kopf zertreten. Ich habe richtig gesehen, wie der Kopf zermanscht ist, dass der Unterkiefer rausgefallen ist, vorgerutscht ist, und es war voll Blut und Gehirnmasse auf dem Boden und 2, 3 Zähne vom Oberkiefer auch ein bisschen rausgesprungen sind. Und ich habe das richtig am Fuß gespürt, Alter. Sowas habe ich noch nie in meinem Traum gesehen, beziehungsweise selber gemacht. Wow, das war intensiv, heftig. Geil. Fuck. Auf jeden Fall wollte dann der Kriegsführende, war dann natürlich auf der Suche nach mir und wollte mich dann natürlich beseitigen, sich rächen. Aber, ja, was heißt aber? Er hat mich bekommen. Er hat mich bekommen. Ich saß dann bei ihm im Auto. Er hat mich dann auf den Rücksitz gehabt. Er war irgendwie auch Beifahrer. Hinter ihm saß dann ich auf den Rücksitz, gefesselt. Und links von mir war noch irgendjemand. Den kann ich allerdings nicht zuordnen, wer das war. Da weiß ich nur, dass dem Fahrer irgendwas passiert ist. Ich glaube, der hat während dem Fahren einen Schuss abbekommen, weswegen wir gegen den Busch gefahren sind. Dann hat sich der Kriegsführende umgedreht und wollte mich, also hat den Sitz nach hinten gestellt, sodass ich noch mehr eingequetscht bin und mich nicht mehr bewegen kann. Hat er sich umgedreht und wollte mich erwürgen. Und ich habe auch keine Luft bekommen. Es war kurz davor, dass ich, dass mir schwarz vor den Augen wurde. Aber irgendwie habe ich es dann geschafft, mich, den Sitz irgendwie zu lockern und nach vorn zu drücken, meine Hand über den Sitz, über seinen Hals, ihn dann so zu mir gedrückt und dann richtig fest gedrückt, bis dann der Hals geknackt hat und dann ist er so nach hinten geschleudert, also so lose gewesen quasi der Hals. Aber um dann auf Nummer sicher zu gehen, habe ich seinen Hals genommen und ihn dann nochmal 2-mal umgedreht. Und ja, schlussendlich war das dann so, dass ich so quasi den Ukraine-Krieg beendet habe. Ziemlich weirder Traum, ein ziemlich brutaler Traum auch, gerade das mit dem Kopf zermatschen, sowas derartiges habe ich einem Menschen nie angetan in einem Traum. Es war mal so, dass ich ein paar Mal erschossen wurde, aber nicht gestorben bin und ich das dann auch außerkörperlich gesehen habe, wie die Kugel durch meinen Kopf flog und das Gehirn hinten raus ist, also so viel Blut. Schlussendlich war ich dann aber in mir drin und habe dann wieder normal weiter geträumt. Aber dass ich jemanden den Kopf zertreten habe oder jemanden wirklich getötet habe, einen Menschen, ist mir noch nie passiert. Ich hatte schon Zombie-Träume, wo ich Zombies erschossen habe und so, aber das hat mein Traumdenken nochmal auf ein anderes Level gehoben. Ich meine, ich habe damit eine gute Tat begangen, also ist es alles gut gewesen, was passiert ist, okay? Ich habe nichts Böses getan, ich habe somit Ukraine gerettet. Witzig auf jeden Fall. Also der Traum. Und da war ich... Oh, das ist jetzt aber schon 2 Monate her, glaube ich. Ich war bei einem Ostfront-Konzert und zwar war das so, dass ich bei meiner Mom saß und dann gesagt habe, boah, Ostfront spielen hier in der Nähe und ich wohne hier in einem kleinen Dorf, dass wenn hier mal was in der Nähe spielt, passiert eigentlich nicht. Und Ostfront ist schon einer meiner Lieblingsbands. Ich habe 2019, das erzähle ich jetzt auch schon voll oft, 98 Stunden allein Ostfront gehört auf Spotify. Also habe ich das meiner Mom gesagt und ich so... Ich habe mir im Gedanken gedacht, okay, ich habe eh keinen Führerschein und in die Schweiz zu fahren, das dauert dann bis um 0 Uhr oder so. Hier hören die Busse auf, um 19 Uhr zu fahren. Also ich hatte dann keine Möglichkeit mehr zurückzukommen. Aber der Gedanke war cool. Dann hat dann der Freund meiner Mom das gehört, beziehungsweise der Mann meiner Mom. Und ist dann reingegangen und irgendwann 20 Minuten später kam er raus und hat gemeint, yo, ich habe für dich Karten bestellt. Ich so, okay. Schlussendlich war das dann auch so, dass er mich fahren wollte und er hätte dann eher am Laptop irgendwas arbeiten müssen, das heißt, er hätte dann draußen auf mich gewartet oder wäre mit reingekommen, keine Ahnung. Schlussendlich an dem Tag, als es dann soweit war, hat mich um 14 oder 15 Uhr und um 18 Uhr hätte ich los müssen, hat mich Hamoji angeschrieben, jo, was machst du? Und ich so, ja, ich gehe heute auf ein Konzert, sorry, heute habe ich keine Zeit. Und Hamoji so, ja, auf was für ein Konzert gehst du? Gehst du allein? Ich so, ja. Dann weitere 10 Minuten, Hamuchi schreibt, ich habe Karten gekauft, ich komme mit, ich fahre dich dann. Easy, voll cool. Dazu wollte ich auch einen kleinen Vlog drehen, habe ich auch gemacht, aber ich lade den erst hoch, wenn das neue Album von Ostfront rauskommt, dann werde ich quasi ein Review zum Album machen und dann den Vlog rausbringen. Also das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern, bis das Album rauskommt, also erwartet euch da etwas Witziges. Mein erster Vlog, es war so unangenehm irgendwie unter Leuten zu stehen und sich selbst zu filmen. Quasi, gerade wenn man so im Konzert ist und das Konzert filmen will, aber die Leute hinter dir sehen, dass du dein Gesicht filmst. Ich wollte halt die Reaktion in meinem Gesicht haben, wie... wenn ich Ostfront sehe. Ich habe natürlich beides mal gefilmt, aber es war schon ziemlich eigenartig.
Ja, schlussendlich, an dem gleichen Abend, als ich zurückgefahren bin, ich glaube, das war der gleiche Abend, habe ich geträumt, dass ich mit Hamoji, Mr. Trashpack und einem alten Kollegen von mir auf einem Eskimo Callboy-Konzert war. Und dann haben wir ein bisschen, wir waren auch alleine auf einem ganz großen Festivalgelände und Eskimo Callboys hat für uns gespielt, also Electric Callboy. Ziemlich witzig. Und dann war es dann so, dass zwei von den Leuten neben mir einen Einkaufswagen hatten mit ein paar Sachen drin und Hamoji oder so hat mich beim Moschen auf den Boden geschmissen und dann sind die mit dem Einkaufswagen so voll in mich rein aus Versehen und alle so, oh Kacke, ist was passiert? Nicht voll am Lachen, steh auf und dann mache ich einfach weiter Party. Das war ziemlich witzig. Eigentlich bin ich sehr schmerzempfindlich. Wenn mir das im echten Leben passiert wäre, ich hätte geheult wie ein kleines Kind. Aber wahrscheinlich nur 13 Minuten. Schlussendlich war das dann so, ich weiß nicht, was danach passiert ist, aber wir waren dann in einem Schwimmbad und mit Mr. Trashpack, Hamoji und ich nur. Und dann, nee, ich glaube, da war noch jemand dabei, den ich aber nicht kannte. Auf jeden Fall stand ich dann außerhalb des Wassers, weil ich habe irgendwie ein Trauma vom, ich schwimme nicht mehr, okay? Ich hatte einmal im tiefen Wasser, so einen richtig heftigen Fußkrampf, dass ich fast ertrunken wäre. Seitdem bin ich nicht mehr schwimmen gewesen. Das ist sicher schon 10 Jahre her. Wenn nicht sogar noch länger, ich bin ja schon 28. Schlussendlich war das dann so, dass Mr. Trashpack irgendwie nach unten gezogen wurde, zu einem Ventilator rein, keine Ahnung, wie ich den Ventilator sehen konnte, ich stand außerhalb des Wassers und dann hat man nur noch so Blut nach oben steigen sehen. Mr. Trashpack, du bist bei mir im Traum gestorben, es tut mir leid. Ich habe auch gar nichts mehr mit ihm am Hut, so, ich weiß nicht mal mehr, ob er Videos macht. Auf TikTok macht er noch Videos, da sehe ich es ab und zu. Vielleicht habe ich dann am Abend zuvor irgendwas, einen Clip von ihm gesehen und deswegen habe ich von ihm geträumt. Kannst dich gerne melden. Ja, und dann habe ich halt gesehen, wie Hamoji ein bisschen näher kommt, geschwommen kommt und dann will er auch abtauchen, dann bin ich ins Wasser gesprungen, hab Hamoji hochgeholt und ich habe ihn gerettet. By the way, hört euch die Musik von Hamoji an, die ist fantastisch. Ja, das war mein Eskimo-Callboy-Traum. Ich wünschte, ich könnte mehr ins Detail gehen, aber das ist schon safe 2 Monate her, dass ich den Traum hatte. Seitdem habe ich nicht mehr so krass intensiv geträumt, weil es ist immer abhängig von meiner Psyche, wie ich träume. Wenn ich viel Druck habe im Kopf oder so, ein bisschen depressiv bin, an den Tagen, also an den Nächten, träume ich eigentlich nicht sehr intensiv. Es ist meist immer nur dann, wenn ich quasi mich gut fühle oder beziehungsweise besser fühle als normal. Ja, deswegen träume ich in letzter Zeit auch nicht mehr so viel. Da ich jetzt aber wieder alleine wohne und nicht mehr den Druck dahinter habe und auch wirklich alleine bin, hoffe ich, dass sich das ändert. Weil ich bin mir sicher, dass ich vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen aufgewacht bin und im Kopf hatte, fuck, ich habe was Geiles geträumt. Ich wollte mich dran erinnern, aber konnte es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass ich die Fähigkeit natürlich wieder erlange. Es wird mal wieder Zeit für ein weiteres Tagebuch. Ich würde auch sagen, wir kommen schon zum ersten Traum. Ich nenne ihn den Till Lindemann 187-Traum. Angefangen hat es in einem Bus. Und zwar, da wo ich früher gewohnt habe, in so einem kleinen Dorf, musste ich immer zur Schule fahren. Und diesen Busweg sind mir mehrmals gefahren. Ich gehe davon aus, dass das mehrere Tage gewesen sind, weil ich fahre nicht an einem Tag die ganze Zeit hoch und runter mit dem gleichen Bus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ab der Mitte der Strecke immer Till Lindemann eingestiegen. Nur ist er ein bisschen verwahrloster gewesen und wahrscheinlich 30 Jahre älter als jetzt. Obwohl er nicht 30 Jahre älter aussah, er sah einfach nur fertiger aus. Keine Ahnung. Ich habe ab und zu mit ihm geredet und irgendwie hat es dann auch mit einer Lehrerin zu tun. Ich schätze, das war eine Lehrerin. Auf jeden Fall hatte jeder von uns eine Aufgabe, bis zum Abend 2 Punk-Songs fertig zu machen. Beziehungsweise die Instrumentals hatten wir, aber wir mussten Texte schreiben. Und damit hatten wir alle Probleme, weil versuch mal an einem Tag 2 Songs zu schreiben. Ich meine, es ist irgendwie möglich, aber dann wären die doch nicht gut. Naja, schlussendlich ist das dann im Sande verlaufen, warum auch immer. Und wir sind dann vom einen Ort, wo Till Lindemann immer eingestiegen ist, runtergelaufen zum anderen Ort. Das sind so ungefähr 3-4 Kilometer gewesen. Und eben, wir sind dort runtergelaufen, weil da eine Party war, an denen wir alle eingeladen sind. Außer ich. Aber ich wollte dann trotzdem mitlaufen, weil die anderen dann immer gesagt haben, ja, du darfst dann schon rein und so, das ist ja gar kein Problem. Und dann war es irgendwie kalt, ich habe einer Kollegin von mir meine Jacke gegeben und mir war es nicht kalt. Und dann sind wir bei der Party angekommen und dann durften all die Leute rein und ich durfte nicht rein. So wie es vorher auch gehießen hatte. Ich fand das aber nicht gut und habe dann ein bisschen Randale gemacht.
Und es hieß auch, dass die 187 Leute auf der Party sind. Oh Gott. Dann habe ich so ein bisschen Radau gemacht und dann bin ich irgendwie runter in ein anderes Zimmer, was nicht zum Haus gehört hat, aber irgendwie unterirdisch war. Dann saß ich da unten, war sauer und dann kamen zwei Kolleginnen eben von der Gruppe wieder nach unten zu mir und haben mit mir ein bisschen geredet. Und dann wurde ich richtig sauer und dann sind wir draußen gewesen, wieder auf halbem Wege zurück irgendwie. Aber dann kam Chizzes und... Also der Typ von 187. Ich habe die anderen nicht gesehen. Ich glaube, ich weiß nicht mal, wie die aussehen. Dann kam Chizzes und hat auch ein bisschen Radau gemacht, hat voll einen auf Macker gemacht, so wie man die Videos von ihm halt kennt. Er voll einen auf Prügler und wollte mich zusammenprügeln. Anfangs hat er es dann auch geschafft, aber dann, keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht war ich irgendwie auf einmal in einem... Wie nennt man das nochmal? In einem Traum, wo ich mich selber lenken kann. Keine Ahnung. Ich wusste auf einmal, dass ich in einem Traum bin oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann nach einer längeren Zeit die Oberhand gewonnen und bin dann ausgerastet und habe alle fertig gemacht. Aber es war nicht wirklich eine Schlägerei. Ich habe sie einfach nur zurückgewiesen und dann bin ich alleine wieder nach oben gelaufen zu dem Ort, wo der Lindemann wohl immer eingestiegen ist. Es war ein weirder Traum. Ich hatte die letzten zwei Tage noch so weirde Träume. An einer Nacht sogar zwei weirde Träume. Ich weiß, dass ich einmal eingeschlafen bin. Dann hatte ich einen weirden Traum. Bin aufgestanden. Bin dann aufs Klo, hab mich aufgeregt, weil ich den Traum weiter träumen wollte. Bin dann wieder eingeschlafen. Bin dann am Morgen wieder aufgewacht und hab dann einen anderen Traum gehabt. Das war voll cool. Dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit dem Picknick-Song und abonniert Gilbert. Oh, wir singen den